Fitnessbad oder das Center. Da zeige ich euch später was zu. Was ist denn mit Fitness? Ah, es ist echt heiß hier. Heiß, heiß am heißesten. Von vielen Menschen habe ich gehört, warum gehe ich nie ins Wasser? Oder wenn ich mal ins Wasser gehe, warum nur für ein paar Sekunden? Sage ich euch. Meistens ist das Wasser kalt. Es sieht nur schön aus. So wie viele andere Dinge im Leben. Heute tue ich mal ein paar Menschen diesen Gefallen und gehe mal ins Wasser. Oh, das ist echt kalt. Oh. Oh. Yes. Oh. Bisschen Abkühlung. Wollte ein bisschen türkisches Wasser von unten sehen. Ich gehe gerne für euch runter. Klasse, unter der Sonne. Eigentlich ist auch schon wieder Zeit rauszugehen, oder? Ja, ein bisschen schön wird hier, weil wir wollen ja braun werden. Warum? Weil die ganze Welt lächelt. Und warum das? Weil die Sonne im Nacken ist. Oh. Mega! Wenn man sich die Genki-Dama anguckt, Boote und Ferraris auf dem Wasser sieht. Wo ist mein Schockgesell? So, ja. Ich liebe unsere türkische Küche. Jetzt gebt euch das mal. Das ist keine Pizza, nein. Ne Wurst? Pizza mit Pideme? Pizza bei Kande. Hier gibt's alles. Alles handmade, richtig. Da kommt schon der nächste. Bidakka. Tamam. Tamam. Ich liebe es hier. Balıkesir'lisin? Şanlıurfa. Şanlıurfa. Evet. Oh, ne güzel. Sogar die Außenterrasse, wo man essen kann, ist verspiegelt, bespiegelt, angesehen. Ach ja, ganz toll. Gucken wir mal, ob unser Handmade-Essen fertig ist. Hallo Liebling, ich liebe dich, Sonne. Und ich hoffe, ihr liebt die Sonne genauso wie ich. Wie kann man nur an so einem schönen Tag keine gute Laune haben? Oh yes, Gözleme und Ayran, der Long Island Ayran in klein Miami. Ach, was sag ich da? Türkei ist viel geiler als Miami. Jetzt guckt euch das doch einfach mal an. Einfach wonderful life. Mm. I wanna pina colada. Na 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 na. Caner Bey, selam aleyküm. So, jetzt lernen wir den Caner kennen. Das ist hier mein Friend in diesem Hotel. Der macht hier wenigstens die originalen Mischen, ganz wichtig. Die Fake-Mischen, die solltet ihr sein lassen. Macht meistens Halskratzer und Kopfschmerzen am frühen Morgen. Deswegen immer das Originale. Und noch viel wichtiger, lernt Leute immer kennen. Das ist der Lifehack Nummer 1. Im Urlaub immer das Personal kennenlernen. Ja, meine Lieben? Alles klar. Ach, ist das toll. So, meine Lieben, jetzt gehen wir zur fettesten Party. Mary Jane. Oh, was sind wir denn hier? Schaumparty! Hey, wie geile Musik hier! Schaum, Schaum, Schaum. Ja, das sind natürlich die schönen Ecken von Antalya.
einfach diesen Moment so lange wie möglich mit euch teilen. Natürlich die letzte Schaumparty. Und wer macht sie mit? Der Boss. Ich weiß ganz genau, dass es dieser ganzen Männerwelt gefällt. Deswegen, liebe Frauen, lasst eure Männer einfach in Ruhe gucken. Wir gucken doch auch nur. Wir sind ja gar nicht da. Ich bin aber hier. Fragt ihr euch bestimmt, warum ich nicht da drinne bin. Sag ich euch. Weil die meisten Leute verschwinden in diesem Schaum, aber ich will ja noch alles mit. Also jetzt sag ich euch mal was, das ist hier wirklich der Himmel. Der Himmel für alle Urlauber. Vergisst Ibiza, vergisst Mabea, vergisst alles, was ihr kennt. Das ist hier alles in einem Hotel. Şimdi, das ist Mustafa, der ist ein sehr, sehr guter Kollege von mir aus Antalya, der ist mir jetzt einfach abholen gekommen und jetzt gehen wir shoppen, weil Freunde sollte man im Leben haben. Immer Mustafa habe. Habe. Doğru diyor. Ganz wichtig im Leben, Freunde haben. Zencilerin yani. Zencilerin yeri derler. Yani rayon onlarda semt olarak geçiyor. Evet. Şimdi orayı sana gömecek. Gömecek. İllaki gömecek, değil mi? Yani, illaki gömecek. Also sagt, jeder Taxifahrer wird euch unbedingt begraben. Egal was passiert. Hier, diese Leute, wenn ihr einmal Taxi einsteigt, 100 Euro sind weg. Safe. Also steigt niemals in ein Taxi ein, macht euch Freunde, dann geht alles viel, viel besser. Wir sind jetzt hier gerade im Belek. Hier sieht es wunderschön aus. Guckt euch das mal an, meine lieben Freunde. Meine lieben YouTube-Freunde. Ne? Ganz wichtig ist es, dass ihr einen Mustafa kennt. Und solange ihr einen Mustafa kennt, ist alles schön im Leben. Immer habe. Danke. Doğru diyorsun. So. So, meine lieben Freunde. Wo sind wir? In Antalya Lara. Lara Biatch. Wie kommen wir hin? Mit einem Privattaxi. Ganz wichtig, Freunde. Freunde sind das Wichtigste im Leben. Mustafa Abicim ist hier am Start. Was machen wir jetzt? Shopping. Shopping to the Queen, to the Reen. Da ist Mustafa Abi. Mustafa Abi! Hi! Na, wir, Abicim, ja?
Sen ne yapıyorsun? Evet, YouTube'a çıkıyoruz artık abicim. Hayat bu. Artık parayla gidiyor her şey. Yo tövbe mi yapıyorsun? Evet, yo tövbe yapıyorum. Abicim, hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? İyidir Allah'a şükür. Sen nasılsın? Nasılsın, iyisin Mustafa abi? Wie geht's euch? Alles gut? Ja, İngilizce konuşuyorum. Alles gut turda. Alles gut turda. So, Mustafa abi hat hier einen ganz, ganz Millionenladen. Hier werden Uhren verkauft. Kommt alle hier hin, watch and more. Weil hier seht ihr mehr vom Leben. Das ist einfach so. Wenn ihr denkt, ihr habt die krassesten Uhrmacher, ich hab noch einen krasseren. Egal was ihr wollt. Hier ist alles am Start. Wenn ihr denkt, das ist Fake, nein, es ist kein Fake. Nur diese Tasche ist so viel wert, wie manche Leute in ihrem Leben verdienen werden. Aber es ist nicht schlimm. Wir haben ja auch was für die normale Gesellschaft. Kommt einfach hier hin nach Türkei und ihr kriegt es hier für einen guten Preis. Immer muss eine Farbe. Hä, ja. Yeniden yapsana. Yeniden mi yapsana şu hesabı? Hesap makinesi. 201'ini iteledim. Artı el hareketi de yap abi. Bir de klips iteledim. Sok sok, iyice sok. 30 klips. 20'ye de kordonu kodum. Tamam, onu 30 yap bence en iyisi. Ya 20 yap. Evet. 420 hepsi veriyor. 420 lira mı? Oha! Lira mı? Kendim çıktı abi. Lira mı abicim? Euro, euro. Nasıl euro? Abicim sen ne yaptın? 500 euro. Bak, 30 daha yaptın mı? Hı. Zaten Almanya'nın bir ayda çalıştığı para bu. Ne yapacağız şimdi? Ne yapıyor? Almanya'da bir sakso çeken orospu zaten 450 lira. Habt ihr schon mal sowas gesehen in eurem Leben? Das ist nicht nur ein Wasserkocher. Das ist gleichzeitig auch ein Teekocher. Sowas gibt's wieder nur in Türkei. Immer Mustafa abi. Heya! Heya! Başka ne olacak?